meine Süßen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal ein Snapchat Q&A, das habe ich so auch noch nicht gemacht. Mein Snapchat ist übrigens Miss Sorceress, ich schreibe euch das hier mal hin. Und ich habe eben für eine halbe Stunde lang meine Snaps so gemacht, dass mir jeder welche schicken kann und es sind sehr viele geworden. Wir fangen einfach mal an. Sarah, gab es einen Style, den du hier hattest und den du jetzt mega peinlich findest? Ich glaube, das hatte so ziemlich jeder. Also wenn du damit meinst, eine Stilrichtung, dann würde ich sagen, nicht unbedingt. Aber es gab schon so, also im Nachhinein, ich habe zum Beispiel früher so einen total witzigen Rock gehabt. Gut, ich fand den früher echt cool, deswegen ist mir das auch nicht peinlich. Aber im Nachhinein denke ich mir so, gut, ich würde ihn jetzt nicht mehr anziehen. Der war so oben ganz eng und dann so richtig puffig. Das war aber eher wie so ein kleines Halloween-Röckchen. Das hatte halt so einen grauen und schwarzen Streifen und so richtig puffig und mit Tüll und so. Keine Ahnung, es war halt schon so echt krasses Outfit, sag ich mal. Aber im Nachhinein, also ich finde es nicht peinlich so. Ich würde es jetzt nicht mehr anziehen. Aber ich finde das so cool, dass man halt durch so eine Phase so durchrutscht und mal sagt, oh Mann, was habe ich denn da nur angehabt? Aber so entwickelt man sich halt. Man muss auch mal komische Sachen anhaben, um danach draus zu lernen. Und ich meine, da war ich in der Grundschule. Da kann man auch mal komische Sachen anziehen. Aus welchem Land kommst du eigentlich? Also, beziehungsweise aus welchem? Also, meine Eltern sind auch alle aus Deutschland. Also, ich glaube, weiß gar nicht genau. Der Nachname von meinen einen Großeltern könnte so ein bisschen so in die Ostrichtung sein, aber ich glaube nicht. Also die, vor allem weil die angeheiratet, weil der Mann angeheiratet ist, von wem sie jetzt den Nachnamen hat. Also ich weiß nicht, ich glaube, wir sind immer schon so irgendwie so Deutschlands Raum. So. Ich kenne zumindest keinen von meinen Verwandten, wo ich das wüsste jetzt, dass der irgendwo aus, also nicht Polen oder sonst wo herkommt oder so. Wüsste ich jetzt nicht. Also nicht so spektakulär mein Leben. Wie viele Haarfarben hattest du schon in deinem ganzen Leben? Wie soll ich das beantworten? Keine Ahnung. Also ganz, ganz viele. Das selbst wenn ich jetzt mich hinsetzen würde, ich glaube in einer halben Stunde würde ich das nicht zusammengezählt bekommen. Keine Ahnung. Was schätzt denn ihr? Wenn jetzt jedes Mal, dass ich eine Haarfarbe neu habe, als obwohl es jetzt zum Beispiel wieder türkis ist, aber wenn das jedes Mal neu zählt oder so, oder wieder grün, ey, keine Ahnung, vielleicht 50 oder so? Und ist das übertrieben? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was sagt ihr, was ratet ihr, was schätzt ihr? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Welche Superhelden magst du mehr? Batman oder Superman? Ich hab dich lieb. Dankeschön. Oh, cool, du hast mein Kissen und meine Autogrammkarten. Alle. Wow, voll krass. Ich glaube Batman. Batman ist cooler. Und Batman schaue ich auch lieber so. Hey Sarah, ich wollte fragen, mit wie vielen Jahren du angefangen hast, dir die Haare zu tönen bzw. zu färben. Oh, du hast voll den süßen Dialekt. Ich weiß, dass das jetzt verboten ist, also dass man das jetzt in Deutschland nicht mehr darf. Also ich war damals, als ich 14 war, mit meiner Mutter, das war 13 oder 14 war, glaube ich, mit meiner Mutter beim Friseur und habe mir so auberginefarbene Strähnchen reingemacht. Ich glaube, dass man das jetzt auch mit Einverständnis der Eltern nicht mehr darf, glaube ich, mit 14. Einfach, weil es eine Chemiebehandlung ist und so weiter. Tönen weiß ich gar nicht genau. Also mit Directions ist es, glaube ich, was anderes. Aber sonst, ja, das war, da war ich schon 13, 14. Das erste Mal bunt, ja, da war ich da sogar 12. Vielleicht war ich da 12, ich glaube, ich war da sogar 12, wo ich mir die auberginefarbene Strähnchen beim Friseur machen lassen habe. Und das erste Mal rosa war meine bunte erste Farbe, sonst hatte ich eine Zeit lang davor schwarz, dann habe ich sie mir blondiert und zerstört. Und dann hatte ich das erste Mal richtig bunt, war rosa. Und ich glaube, da war ich 14 oder 15. Ich glaube 14R. Ja, also doch sehr jung. Willst du mit deiner jetzigen Haarfarbe oder mit deinen Haaren zufrieden oder willst du die nochmal verändern? Nee, also momentan bin ich mit denen super zufrieden. Ich hoffe sehr, dass die Farbe lange hält. Ich hatte ja auch davor, bevor ich mir dieses dunkle Grün jetzt nochmal mit Elumen färben lassen habe, habe ich ja auch schon lange grün gehabt. Also ich glaube, ich werde jetzt erstmal eine Weile bei grün bleiben, weil ich mich damit momentan identifizieren kann. Ich hoffe, dass es auch lange so bleibt, weil ich ehrlich gesagt keine Lust mehr habe auf dauernd Veränderungen, weil, also das war immer so, ich habe es dann mich selber gesehen und ich wollte es verändern. Also einfach, weil ich das, hat irgendwie für mich nicht mehr gepasst so. Ich hoffe, dass es bleibt und dass ich mich lange das Gefühl habe, dass es passt,
weil es einfach anstrengend, wenn man die Haarfarbe immer wieder ändern muss und so. Ich habe jetzt gerade mit der Arbeit wegen der Kita und der Selbstständigkeit, mit YouTube und mit allem so viel zu tun, dass ich eigentlich gar keine Zeit mehr dazu habe, irgendwie so tagelange Haarexperimente zu machen, um irgendwie die Farbe komplett zu ändern. Deswegen werde ich es wahrscheinlich erstmal bei grün belassen. Ich hoffe, dass das so auch in einer Weile noch so aussieht und ich mich dann schon wieder eine andere Idee habe. Hallo, fühlst du dich seitdem du dich bekannt hast, gesundheitlich besser? Also gesundheitlich hat es jetzt bei mir nicht so wirklich riesen Veränderungen gegeben. Ich fühle mich einfach so mit mir viel mehr besser, also so Kopf, Seele, körpermäßig einfach mit mir mehr so im Reinen und bin irgendwie beim Essen einfach auch so irgendwie glücklicher und ich fühle mich wohler in meiner Haut. Aber also und bei mir war das so, ich habe immer ganz oft Bauchschmerzen gehabt, also wirklich fast, also in der Schule damals hatte ich wirklich jeden Tag Bauchschmerzen, also so richtig, dass mein Bauch richtig hart war und ich richtig Bauchschmerzen bis Bauchkrämpfe teilweise hatte. Das habe ich jetzt auch nicht mehr, aber da bin ich mir auch nicht genau sicher, ob das damit zu tun hatte, wie ich mich, wie ich mich ernährt habe, eben diesem Schulessen mit so viel Brot und so. Und so sehr, sehr viel Sachen, die so stopfen und halt nicht so irgendwie, was die Verdauung halt so schwer macht. Und jetzt ist es halt einfach viel besser, dass mein Bauch einfach nicht mehr so wehtut und ich einfach, ja, wahrscheinlich auch einfach besser esse, weil ich mich mehr damit beschäftige. Aber sonst habe ich das ja auch eher wegen ethischen Gründen gemacht und nicht unbedingt, weil ich jetzt davon super gesund werden wollte oder so. Sondern einfach nur, weil ich persönlich keine Tiere mehr töten möchte. Aber für mich hat es halt, wie gesagt, mit den Bauchschmerzen was geholfen. Aber sonst lege ich da jetzt auch nicht so Wert drauf. Also ich ernähre mich jetzt für einen Veganer auch nicht mega gesund. Es gibt Leute, die viel, viel gesünder essen, die viel, viel, viel mehr noch Gemüse und viel, viel mehr noch Obst essen, obwohl ich schon echt viel davon esse. So, aber ja, also bin zufrieden mit dem, was ich esse. Nee. Sarah, ich wollte dich fragen, ob du und dein Freund vorhat, irgendwann zu heiraten. Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Also ich habe das vor. Ob er das auch vorhat, ist, wenn er mich nicht fragt, dann nein. Ich bin da hart. Ich frage ihn nicht. Ich bin da so, er muss sich was Süßes einfallen lassen. So. Er weiß auf jeden Fall, was ich für eine Ringgröße habe, aber ob er mich irgendwann mal fragt oder nicht, werden wir ja dann mal sehen. Ja, ich danke euch vielmals für die super vielen Fragen, die ihr mir gestellt habt. Und voll cool, dass ihr mir auch so viele Videos geschickt habt. Das freut mich voll. Ich werde mir jetzt die anderen noch angucken. Und ich hoffe sehr, dass ich das nochmal machen kann. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat. Dann können wir das unbedingt nochmal machen. So, ich finde das so cool, dass man euch dabei dann auch sieht. Und nicht nur so dieses kleine Bildchen und so, sondern auch die Stimme hört und so. Das ist voll cool. Das ist irgendwie voll. Ich habe voll gedacht, dass mir gar keiner schreibt. Jetzt haben mir Leute geschrieben und das freut mich gerade voll. Und ja, auf jeden Fall. Hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, passt super gut auf euch auf. Ciao!